Und das zeigte sich besonders bei den Toren. Krea, Stamann, Minge. Stamanns kluges mit Davonbrillen, sein erstes Länderspieltor. Frank Rode mit großem Kraftaufwand und guten Szenen. Auch hier eine Kopfballablage der Ausgangspunkt. Übersicht, das ständige Pendeln zwischen Mittelfeld und Angriff und den richtigen Torriecher zeichnen Rainer Ernst aus. Zötsche. Rainer Ernst, kurz vor der Pause, das 3:0. Eine technische Delikatesse, sein zweiter Treffer. Andreas Thurm, Flanke, Ernst mit dem Außenriff. Algeriens Schlussmann weiter unter Druck. Auch von Pilz wird er geprüft. Den abgeklatschten Ball verwandelte Streich resolut sein 55. Auswahltor. Ein knallharter Schuss. Wer das Spiel am Mittwoch gesehen hat in Aue, der wird sagen, irgendetwas fehlte an diesem Bericht. Die algerischen Tore natürlich, darauf kommen wir noch zu sprechen, aber auch Torszenen von Michael Glowacki. In der Tat war der Karl-Marx-Städter an 10 torgefährlichen Aktionen unmittelbar beteiligt. Schon in den ersten Minuten zeigt er sich schussfreudig. Technisch gekonnt die folgende Aktion. Annahme und Schuss. In der Zeitlupe wird dies noch deutlicher. Glowacki zögert auch in schwieriger Situation nicht mit dem Torschuss. Dann ein geschickter Kopfballheber, auch diese Aktion war ein Tor wert. In der zweiten Halbzeit ähnliche Bilder, aber urteilen Sie selbst. Als Glowacki schließlich doch ins Tor trifft, kommt die Abseitsfahne, was einen Zuschauer zu folgender Bemerkung veranlasste.
Blavatsky hat den Pech, ja? Blavatsky hat den Pech. Nun, Michail Blavatsky wird selbst am besten wissen, dass nicht nur Pech an seinen Stiefeln klebte, sondern dass in mancher Situation eben noch das fehlende Quäntchen Erfahrung und Abgeklärtheit spürbar wurde, aber hoffnungsvoll stimmte diese Leistung allemal. Streich, Minge, Glowatzki, Richter, Thom. Gestern zeigte sich auch der Auer Wismut-Spieler Motis wieder in guter Form. So schlecht scheint es um unser Stürmangebot offenbar doch nicht zu stehen. Zumal auch Rainer Ernst rechtzeitig wieder in Schwung gekommen ist. Aber ernsthaft abgerechnet wird zum ersten Mal im kommenden Sonnabend im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Jugoslawien in Leipzig. Da darf sich unsere Mannschaft bei allem Angriffselan in der Deckung keine Blößen geben, wie das gegen Algerien speziell in der Schlussphase zu beobachten war. Zweimal kann der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Wismut-Torsteher Jörg Weißflog glänzend parieren. Hier gegen Bellumi. In den letzten Minuten deutlicher Konzentrationsnachlass in unserer Abwehr. Bellumi völlig frei. Erzielt Tor Nummer 1 für die Gäste. Technisch gekonnt. Eine zweite Unachtsamkeit in unserer Deckung wird prompt mit dem zweiten Gegentreffer durch Menat bestraft.